So, weiter geht's. Heute mit Infamous Second Son. Wir machen heute weiter. Wir müssen ja diesen komischen Stoff von dem Drogendealer noch finden. Wir sind noch mitten in dieser Mission dran, die sehr lange gedauert hat. Das weiß ich auch. Das machen wir jetzt auch direkt. Warte mal, wo muss dieser Stoff sein? Warte mal, hier haben wir irgendwas gezogen. Hier kann ich wieder aufladen. Das ist gut. Dankeschön. So. Da ist es nicht gewesen. So, die Kopf habe ich ein bisschen aufgehalten. Die Jungs da. Aber. Die Level sieht. So, Drogen die verhindert. Ich schieße jetzt hoffentlich nicht alle auf mich. Ne, tun sie nicht. Okay, wir müssen weiter was suchen. Wie war das doch nicht? Hier muss irgendwas liegen. Heilige. Aber hallo. Was haben wir da oben? Ach, Kollege! Was heilig? Das sind alles klar? Ja, ich hab den Schütz. Warte! Spieß dich nicht drauf. Ich komme. Sehr origineller Rat. Alles gut. Ich bin einer von euch. Ich meine, einer von uns. Den haben wir in unserem... Mach mal langsam! Ich will dir nichts tun! Ja, vor allem, wenn du nicht langsamer wirst. Bitte. Hast du ihn? Nein, er ist abgehauen. Total schnell. So richtig schnell. Conduit schnell, Mann. Vergiss den fleischfressenden Todesblick. Das will ich. Nicht gierig werden. Aber irgendwie war das komisch. Kurz vor jedem Schuss ist das Neonschild hinter ihm aufgeflackert. Ist bestimmt seine Energiequelle. Geh zurück zum Schild, vielleicht findest du was. Du müsstest sehen, was der Typ drauf hat, Mann. Wie Laser oder sowas. Wäre echt cool, diesen Move drauf zu haben. Und dann noch den Rauch, wenn ich Augustin treffe. Langsam. Erst müssen wir ihn wiederfinden. Okay, dann muss ich jetzt wieder hin. Dort hier. Okay, das machen wir später. Jetzt muss ich nur zurück zu diesem komischen... Zu der Rauchding da. Ja, ich wollte in der letzten Folge tatsächlich schon die Stadt wieder sicher machen, aber irgendwie kam diese Mission dazwischen. Eine sehr lange Mission auf jeden Fall. Komm her. So, und jetzt? Bin ich da. Okay, ich bin da. Soll ich nach irgendwas Bestimmtem suchen? Alles, was uns etwas über also, den Scharfschützen verrät. Eins verrät mir dieser Ort schon mal. Nämlich, dass unser Scharfschütze eine Scharfschützin ist. Was? Ja. Das musst du echt sehen, Reg. Das ist das mädchenhafteste Scharfschützenversteck aller Zeiten. Was soll das heißen? Keine Ahnung, es wirkt einfach alles mädchenhaft. Mädchenkram, der Name Brand in Mädchenschrift in die Wand gebrannt. Und hier riecht es besser als in jedem Attentäterversteck, das du dir vorstellen kannst. Okay, pass auf. Schick mir einfach Fotos von allem, was nützlich sein könnte. Ich frag mich, wer Brand ist. Da bin ich überfragt. Der Freund? Okay, sie
tatsächlich nach Damenschuhen aus. Ja, die sind kleiner als Kinderschuhe. So, einmal das Ding hochladen. Echt jetzt? Ein Serienmörder, der Jane Eyre liest? Na klar, Jane Eyre ist wie der Fänger im Roggen für Frauen. So, dann haben wir das, okay, oder? Die gehören definitiv höchstwahrscheinlich einer Frau. Naja. Experte, hm? Und sonst noch was Interessantes? Nur die Ruhe, ich suche ja. Ich würde sagen, das ist interessant. Das Bild? Interessant, hast recht. Ist weit hergeholt, aber vielleicht gibt die Datenbank mit etwas Glück bei dem Namen Brand irgendwelche Querverweise aus. Weißt du, wenn ich Rauch und Laser hätte, könnte ich bei uns im Wohnzimmer tolle Lichtshows veranstalten. Oh, Superkräfte mal sinnvoll genutzt. Hey, Reg, ich hab gerade an die BHs gedacht. Lass das, okay? Ernsthaft, lass es. Okay, pass auf. Wenn ich Augustin erwische, kommt erst Wumm, Rauch. Und wenn sie dann in den Seilen hängt, Bang, Bang, mit der Lasershow. Ein Plan ist immer gut. Hey, ein Treffer beim Foto. Er heißt Brent Walker. Vor 2 Jahren wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt kommt's. 2 Monate später tot in einer Gasse gefunden. Mhm. Todesursache, einzelne Stichwunde unbekannter Herkunft in der Brust. Ich schicke dir die Adresse. Ja, unser Mädel mag definitiv keine Drogendealer. Sieht so aus. Trotzdem seltsam, Mann. Wenn sie einfach nur Drogendealer umbringt, warum klingt es in den Nachrichten so, als würde sie wahllos Leute umbringen? Als könnte es jeden treffen. Ja, und weiter? Na, man sollte doch meinen, dass DOP würde wollen, dass jeder weiß, dass die Morde nicht wahllos sind. Dass niemand in Gefahr ist, außer Drogendealern. Dann gäbe es auch weniger Panik. Was willst du sagen? Dass das DOP den Leuten Angst machen will? Ihr Job ist doch, Panik zu verhindern. So, ja. Uiuiuiui. Das ist sehr mysteriös auf jeden Fall, diese ganze Sache hier. Okay, bin in der Gasse, aber hier sind schwer bewaffnete Schläger. Sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Also meinst du, ich soll jetzt Leute mit meinen Kräften umbringen? Ich hab nicht umbringen gesagt. Misch sie nur auf, mach ihnen Angst und vernichte ihre Ware. Das waren Schüsse. Hast du sie umgebracht? Hey, ich wollte nur meine Bürgerpflicht tun, Mann. Aber die wollten ihre Verbrecherpflicht tun. Verdammt, das Tor zur Gasse ist zu. Ah, hatte ich in der Fabrik auch nicht aufgehalten. So. Und jetzt? What the fuck? Du sehen, Mann. Unsere kleine Rennmaus ist ein Tagger. Und zwar ein verdammt guter. Ja, toll, aber vergiss nicht, sie ist doch eine Mörderin. Okay? Und zwar auch eine verdammt gute. Das machen wir auf jeden sie Fall. Toll, Altare schmücken. Irgendwie ist das rührend. Naja, das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Einmal das noch hochladen hier. Ich muss zugeben, ihr Wirbel ist genial. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer Tour. Okay, das ist komplett irre. Definitiv. Okay, die
Kleine holt sich Essen zum Mitnehmen und setzt sich dann hierher zu Neon Brand und erzählt ihm, wie ihr Tag so war, während sie ordentlich reinhaut. Olafs hat übrigens einen Laden auf dem Alaskan Way. Angeblich mit einem der größten Neonschilder der Stadt. Wenn ich Neonkräfte und Hunger auf Fischsuppe hätte, würde ich darum hängen. Bin unterwegs. Mission abgeschlossen, Licht auf der Spur. Gut, theoretisch könnte man natürlich jetzt das Viertel noch klar machen. Das machen wir jetzt auch noch. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Mission da weiter. Die ist in einem alten Gebiet, definitiv. Und dann will ich mir jetzt immer noch. Ja. Dann gehen wir jetzt weiter. Dann machen wir nämlich jetzt die nächste Mission. Da wurde es doch. Da ist ein Auto. Ich habe jetzt keinen Bock auf DOP-Einheiten. Also wir müssen auf jeden Fall Mission machen, neben den ganzen Vierteln, die wir befreien müssen. Aber wie gesagt, jetzt auch schnell das Ding und dann sollte eigentlich gut sein. Gucken. Ach. Die labern nur Müll. So, wir holen jetzt halt Pioneer Square. Das wollen wir nämlich auf unsere so. Dann gehen wir jetzt da hoch. Ja. So. Immer. So. Dann mache ich jetzt eben kurz das hier noch zu meiner Aufgabe hier. So, und dann geht es jetzt weiter mit der Telefonmission. Also ich wollte jetzt eigentlich da die ganze Zeit hoch, aber da kam irgendwie dieser ADC dazwischen, der gesagt hat, hey, dich halte ich doch von der Mission ab, aber jetzt machen wir sie. Und dann holen wir uns die Stadt zurück. Dann haben wir das vorletzte Viertel dieser Insel. Auch unser. Hilfe. So, mal gucken, was er sich jetzt einfallen lässt. Terrorist. Er wirkt so bedrohlich und sieht so gut aus. Ich kann mich nicht beherrschen. Hilfe ist schon unterwegs. Da die immer noch nicht steckt, dass wir das sind, ne? Aber wir sind da. Ja, das kriegen wir hin. Ja, ein Hampelmann hat er. Hast du mich nicht lieb? Habe keinen Sichtkontakt. Neues Ziel gesichtet. Ja, hallo.
Naja. Nein! Oh Mann, dieses Runterfallen! Ja, super, ey. Ich hätte den gehabt, wenn er mich jetzt runtergeschossen hätte. Dann hätte ich den wirklich den Typen auf den Fall gehabt. Leck mich doch, haut dich, Schnüss. Oh, dieses Fall runter, ey. Schon das zweite Mal jetzt. Das sind zwei Leute und ich krieg's nicht gepackt. Na, leck mich doch! Ja, toll. Ich bin tot, ey. Es kackt mich doch an. Weil ich hätte das erste Mal tatsächlich gehabt, wenn er mich nicht runtergeschossen hätte. Mein erstes Mal, dass ich verloren habe. So, der ist tot. So, jetzt ist zumindest der schon mal weg. Jetzt. Wenn mich eben runtergeschossen hätte, hätte ich sogar schon früher geschafft. Aber wir haben das Ding geschafft. So. Super. So, dann haben wir auch Piney State und jetzt müssen wir als nächstes machen wir auf jeden Fall noch Belltown. Gott sei Dank haben wir das Thema gegessen. So, gut. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Dieses Viertel, oder? Ja, komm, George, brauchen wir nicht. Wir haben jetzt alles soweit geholt, außer die Drohnen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Den Rest sind wir wahrscheinlich dann. Komm, wir holen noch das eine Ding da noch. Und gut ist, dann ist auch das Thema gegessen. Super. Oh Gott sei Dank. Ey. Wenn der Typ mich da nicht runtergeschossen hätte, dann wäre es ohne Probleme eher gewesen. Geklappt. Dann hätten wir das Thema schon eher gekriegt.
So, jetzt hole ich mir noch eben kurz die. So, die sind befreit. Und das war es teilweise auch, das auch mit Damen auch mit Georgetown. Und mit Piney Square nebenbei gerade noch. Gut. Dann speichern wir hier und machen hier Feierabend für heute. Ich habe sehr, sehr viel heute getan an der Aufnahme zwischen. Ja, 38%, also fast so viel. 8% habe ich gemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Infamous Second Son. Und ja, und dann geht's dem letzten Gebiet hier an den Kragen auf jeden Fall. Das da heißt Belltown. Und dann hätten wir den ersten kompletten Teil dieses Dingen erledigt. Und der Rest, ja, ist dann hoffentlich nur eine reine Formsache. Bis dahin oder auf Wiedersehen. Tschüss.